Ein herzliches Willkommen zur ersten Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. So, ich habe mir mal gedacht, spielen wir mal ein bisschen Feuerwehr, weil Feuerwehr ist immer wichtig und die machen auch einen hervorragenden Job, um uns alle zu schützen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet an Einsätzen. Unser allererster Einsatz. Hallo und herzlich willkommen zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Erfülle vielfältige Aufgaben aus dem Alltag der Berufsfeuerwehr. In der offenen Spielwelt erlebst du die unterschiedlichsten Einsätze über Tag und Nacht. Du kannst frei zwischen allen Einsatzkräften wechseln und so die Herausforderungen aus den unterschiedlichsten Perspektiven erleben. Auf dem Übungsplatz kannst du dich mit den Fahrzeugen vertraut machen und die wichtigsten Handgriffe trainieren, denn der nächste Notruf kommt bestimmt. Halte Tab gedrückt, um zu erkennen, welchem Fahrzeug du zugewiesen bist. Viel Spaß! Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser ersten Folge. So, da sind wir schon. So, wir können uns einsatzbereit melden. Und zwar machen wir das mit der Taste B, können dann über Notruf einsatzbereit, über Funk einsatzbereit auf Wache. Anfahrt zum Einsatzort, am Einsatzort eingetroffen, nicht einsatzbereit und Statusmeldung. Ich würde sagen, wir bleiben auf Funk. Und warten hier einfach geschmeidig auf unseren ersten. Guck mal, wir können sogar seitwärts gehen. Das ist was ganz was Neues. Ach Gott, ich liebe es. Wir können hier so ein bisschen breakdancen, so ein bisschen tanzen, während wir auf unseren ersten Einsatz warten. Der kann ja nicht mehr lange dauern. Meistens geht das schnell. Ich habe das nämlich schon mal angespielt. Da sind die Rettungssanitäter. Grüßt euch, Kollegen. Morgen. Ruhige Schicht wünsche ich. Ruhige Schicht. Ihr seht, es ist noch relativ diesig draußen. Ihr seht auch die Uhrzeit. Gleich 10 vor 7 am Morgen. Und können da mal hochgucken. So. Aber wir können ja mal, vielleicht tut sich gleich was, wir hier lang gehen. Da sind übrigens, das ist das Treppenhaus. Wir können ja nochmal. So. So, da ist da schon der Einsatz. Und zwar Heimrauchmelder ausgelöst. Wir können jetzt zwischen 1, 2, 3, 4 verfügbaren Wagen wählen. Und ich würde sagen, wir nehmen den Einsatzleitwagen. Und zwar sind wir dann für das Fahrer des Einsatzleitwagens und übernimmt die Funkkommunikation zwischen Einsatzstelle und Leitstelle. Ich würde sagen, das machen wir. So, da müssen wir jetzt ganz schnell den anderen hinterherlaufen. Achtung, Brandschutz. Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312 TLF 1 RTW 1. Gehen hier runter zur Fahrzeughalle. Noch ein tiefer. Noch ein tiefer. Mein Gott, das ist. Da wird einem schwindig von. Das ist wirklich nicht. Die Steuerung, das ist wirklich. Vor allem, dass man sich die selber setzen muss. Dass es nicht einfach mit dem Controller kalibriert wird von Anfang an. Das finde ich ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Jetzt sind wir doch komplett verkehrt. Leck mich doch am Arsch. Gehen wir hier rum. Gehen wir hier rum. Das ist der Parkplatz. Da ist ein bisschen blöd, wirklich, hier auch den Weg zu finden, überhaupt erstmal dahin. Das ist, ich finde das doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, um ehrlich zu sein, weil
Ja, es ist so, man ist so alleine irgendwie. Man wird hier gar nicht an der Hand genommen, dass man irgendwie mal einen Pfeil kriegt oder eine Wegbeschreibung oder so ein Pfeil, ihr wisst, was ich meine, dass man genau weiß, wohin man laufen muss. Ja. So, wir können jetzt mal auf Tab drücken. Ich denke mal, hier sind ja auch die anderen Fahrzeuge. Wir sollen nämlich das Einsatzleitwagen nehmen. LF24. Thüas. Ach, ist das. Ey, du, das ist das Blöde. Du weißt nicht, wo die Fahrzeuge sind. Das Fahrzeug? Ja, das ist er. Das müsste er sein. Sitzt schon einer drin? Genau. Ja, es hat jetzt am Anfang ein bisschen länger gedauert. Man muss sich da auch erstmal reinfinden. So. Starten den Motor. Da machen wir mit 3 das Blaulicht an und mit 2 den Martinshorn. So, wir müssen rechts. Rot über Rot fahren ist klar, dürfen wir. So, hier ist unser Einsatzort. Upsa, ups. So, wir warten, bis die anderen alle da sind. Könnten aber mal. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück weiterfahren. Dicke Return. Ja, was ist Return? Da. Keine Anzeichen für ein Feuer. Fehlalarm, wa? Da stand Angriffstrupp, der Innenangriff. Warte auf Anweisungen. Gut, dann warten wir. Wahrscheinlich Fehlalarm. Es ist kein Feuer zu sehen. Brandmeldung negativ. Sehr schön. Dann begeben wir uns wieder zum Fahrzeug. Und dann fahren wir wieder zur Feuerwache. Können wir erstmal das Blaulicht ausmachen? So, weil brauchen wir jetzt nicht mehr. Glaube, wir müssen drehen. Kann das sein? Da fahren wir einmal rum. Fahren wir ja einfach einmal rum. Ja, das, ihr seht es da unten, jetzt haben wir die richtige. Es dauert auch manchmal, bis das Navi da unten die Route berechnet hat. Also das finde ich auch noch ein bisschen blöd, weil
Man ist unterwegs zu einem Einsatzort, wo es um Sekunden und Minuten geht. Und dann ist das Navi nicht bereit. Das finde ich ein bisschen doof. So, fahren wir hier mal rum. Fragt mich jetzt bitte nicht, wo hier der Blinker und so angeht. Ich muss mir das alles noch angucken. Bin gerade mal froh, dass ich fahren kann und so weiter. Obwohl da steht's, Blinker Legs, Left Arrow. Ah, naja. Ich fahre hier weit über 100. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf, aber... Naja. Blitzerwitze wohl nicht geben. Bin ich falsch? Oh, ich bin wahrscheinlich schon zu weit gefahren. Dann drehen wir halt. Da ist die Feuerwache. Da ist die Feuerwache. Glatt dran vorbeigefahren. Gibt's ja gar nicht. So, da müssen wir rein. Dann drehen wir das Ganze mal. So. Ach, es ist... Ihr seht, es ist nicht einfach. So, Motor aus. So, dann sind wir fürs Erste fertig. Können dann wieder dem Herrn hier hinterherlaufen. Ach, die Steuerung, das ist ein Arsch-Scheiß-Teil, ne? Ehrlich. Nein, nein, nein. Hier hoch. So, da kommen die anderen. Da kommen die Kollegen. So, ich würde sagen, dann machen wir nochmal. Willst du noch so einen Bericht schreiben oder was kommt jetzt? Der Einsatzleiter. Geht der denn hin? Weiß ich nicht. So, warte auf weitere Anweisung. Das heißt, wir können ja eigentlich auch mal das Ganze ein bisschen. Ach, das wollte ich nicht. B, dann machen wir mal. Was passiert denn, wenn wir 0 haben? Aha. Einsatzbereit auf Wache. So, müssen wir uns hier an den Computer setzen oder was müssen wir jetzt tun? Einsatzbericht. Alarmierung Heimrauchmelder ausgelöst, Einsatzort Georgstraße, Datum 5. September 2016. Uhrzeit 8.16 Uhr, Einsatzzeit 10 Minuten, ausgerückte Einheiten LW1-11-1, LF24-1-46-2, TLF124-1, DLK1-33-1 und RTW1. In einer Wohnung löste ein Heimrauchmelder aus. Am Einsatzort angekommen, musste sich der Löschtrupp Zugang zur Wohnung verschaffen, da die Bewohner nicht anzutreffen waren. In der Wohnung konnte kein Brand festgestellt werden. Gut, soweit so gut. Dann haben wir den Einsatz abgeschlossen. Dann können wir eigentlich auch wieder rausgehen und auf den nächsten Einsatz warten. Nochmal hier rum. Mal langsam wieder Richtung Fahrzeughalle.
Die Feuerwache ist übrigens der Feuerwache Mülheim an der Ruhr nachempfunden. Die Stadt hier ist fiktiv, aber die Feuerwache ist der Feuerwache in Mülheim nachempfunden. Falls ihr euch wundert, dass da Mülheim drauf steht. Kann man hier eigentlich neue Einsätze akquirieren? Das würde mich jetzt echt interessieren. Also von da an einem bestimmten Punkt sein oder einfach mal hier rum. Ah, da haben wir ihn schon. PKW-Brand. Führungsassistent, Fahrer des Einsatzleitwagens. Übernimmt die Funkkommunikation zwischen Einsatzleitstelle und Leitstelle. Wir können Löschgruppenfahrzeuge nehmen. So, nehmen wir das. Achtung, Brandschutz, PKW-Brand, Einsatz für LF24. So, wir müssen hier runter zur Fahrzeughalle. So, da ist er, das Grüne. Beziehungsweise, wo der grüne Pfeil drüber ist. So, anscheinend fahren wir jetzt damit. Also, ich fahre nicht selber. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist auch mal ganz schön. Der Unfallort wurde von der Polizei gesichert. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist unklar. Verstanden. So, und da ist der Einsatzort schon. So, was ist jetzt mein Job? Nimm schnell Angriffsrohr aus Rolltor. Erstmal Finn. Schnellangriffsrohr, Amos Rolltor, das muss ja hier. Geratefach herausziehen. Hey, das ist doch nicht. Lege B-Schlauch auf dem Boden ab. Oh Gott.
Ja, wo denn? Auf dem Ablegen. Nimm schnell Angriffsrohr aus Rolltor. Nein. Kuh. So. Kann losgehen. Dann löschen wir mal. So, löschen wir das denn hier wenigstens? Wo ist denn die Position? Da ist noch Feuer. Gar nicht so einfach. Sag mal, lösche ich das jetzt? Ja, ist fertig. Geh zu Rolltor. So, haben wir unser erstes Auto oder unseren ersten Brand gelöscht? Ist alles noch, wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es klappt noch nicht alles hundertprozentig. Jetzt habe ich meinen Kollegen oder nass gespitzt. Ach Gott. So, das haben wir erledigt. Geht zur Fahrzeugtür. Ja, damit haben wir auch diesen Einsatz erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Wenn auch noch ein bisschen ruckelig und nicht hundertprozentig. Aber ich gebe mir größte Mühe, in den nächsten Einsätzen besser zu werden. Auch das mit der Steuerung versuche ich irgendwie noch besser hinzukriegen. So, es ist natürlich Warten angesagt, weil, wie gesagt, wir sind ja nicht mehr im Einsatz. Und das heißt natürlich, an jeder roten Ampel zu warten, ist ja selbstverständlich. Ich finde es, wie gesagt, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist Luft nach oben, gerade mit der Steuerung. Und dass man ein bisschen an die Hand genommen werden sollte, von wegen, wo man dann wirklich hin muss, wenn zum Beispiel ein Einsatz reinkommt, wo man dann genau hinlaufen muss, dass dann Pfeil ist, zu welcher Fahrzeughalle, zu welchem Fahrzeug, weil dafür gehen wertvolle Minuten, die einfach, das einfach nicht sein muss, weil
man da erst groß rumsucht und das finde ich persönlich nicht so schön. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Das Spiel ist ja auch nicht mehr das Neueste. Ja, ich bin einfach mal auf eure Reaktion gespannt, wie ihr das Spiel findet, ob ich es weiterspielen soll oder nicht. Für den Anfang wäre es das auf jeden Fall erstmal. Fahren jetzt noch bis zur Wache. Schießen den Einsatz ab und dann war's das. So, wir müssen jetzt auch gleich da sein. Ja, da ist die Wache. Na, da warst du aber ein bisschen weit gefahren, oder Kollege? Und ohne Blinker. So, was wird das denn jetzt? Achso, der fährt da rückwärts. Wir fahren rückwärts in die Halle, yeah. Ah. Ja, dann verstehe ich. So, das ist der Einsatzbericht. Alarmierung, PKW-Brand, Bogenstraße, 5. September 016, 14.27 Uhr. Dafür ist es aber ganz schön duster. Naja. Einsatzbereit, Einsatzzeit 10 Minuten, ausgerückte Einheiten LF24146-2. Aus bisher ungeklärter Ursache fing der PKW im Motorraum Feuer. Der Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen. Durch das rechtzeitige Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Während des Einsatzes blieb die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ja, soviel zu dem Einsatz. Ich steige hier einfach mal aus. So. Geben uns dann auch mal nach oben. Genau. So. Wenn wir mal die Treppe hochkommen. Es ist wie gesagt Übungssache. Man muss die Maus zum Drehen verwenden, damit die Figur sich dreht. Und mit dem Steuerkreuz laufe ich. Also wie gesagt, alles nicht so einfach. So. Dann schauen wir mal, ob wir mal irgendwie abspeichern können hier. Spielstand speichern, da steht's. Wunderbar. Gehen wir da mal drauf. Spielstand gespeichert. Sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von mir. Und mit Notruf 112. Lasst mir ein Feedback da, wie ihr das Spiel findet. Ob ich weitermachen soll oder nicht. Wenn genügend positives Feedback da ist, mache ich natürlich weiter. Das Spiel hat was, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Vor allem die Steuerung vielleicht. Gibt sich das noch? Ich werde versuchen, das hinzukriegen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye, bye.